Bad Brüggenau hat nicht nur ein Herz für Kurgäste, sondern auch ein Herz für Biber. Aus diesem Grund hat der Bund Naturschutz eingeladen zu einem gemeinsamen Ortstermin. Mit dabei waren der Umweltminister Dr. Marcel Huber und der Bund Naturschutzvorsitzende Professor Dr. Hubert Weiger. Bei diesem Ortstermin ging es darum, das Gebiet vorzuführen, in dem der Biber heute zu Hause ist, nämlich im Sinntal. Im Sinntal wurde in den letzten 10 Jahren das Zusammenwirken von Biberaktivitäten und der Beweidung einer Dalaue auf ca. 50 Hektar erprobt. Die Ergebnisse können sowohl aus naturschutzfachlichen als auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht als beispielhaft bezeichnet werden. Die Ergebnisse wurden uns anschaulich gezeigt. Was man sehen konnte, sind, wo früher Kühe und ja, wo Grasflächen waren, hat der Biber heute sich sein eigenes Reich geschaffen. Ja, aber das ist die Idee, immer was du meinst, ich sehe da drauf. Schlüsselstelle. Das war unser Prüfmeister. Herr Huber, sowas haben Sie auch nicht jeden Tag, gell? Nein, das habe ich nicht, aber interessant ist schon auch. Ja, es ist sicherlich ein sehr interessantes Naturschutzprojekt. Die Biber sind natürlich auch eine Tierart, die durchaus für Zündstoff sorgt unter den unterschiedlichen Nutzern. Hier ist der Vorteil, dass großräumig Flächen gekauft wurden vom Bund Naturschutz und dass man deswegen hier dem Biber sehr gut Raum geben kann, Lebensraum, und er sich hier auch so entwickeln kann, wie er das natürlich macht. Und gerade für die Umweltbildung ist es natürlich damit die optimale Voraussetzung. Da kann man nur gratulieren dem Bund Naturschutz und hoffen, dass das gemeinsam mit dem Projekt im Klaushof dann auch ein Stück weit zum Verständnis beiträgt, dass der Biber in seinem Lebensraum auch Positives bewirkt. Wie groß ist das Gebiet jetzt hier, wo der Biber zu Hause ist? Ja gut, die Flächen, die gekauft sind, das sind 50 Hektar, die auch eingebracht werden vom Bund Naturschutz, aber der Biber hält sich natürlich nicht an diese Grenzen, sondern er bewegt sich insgesamt an den Fluss- und Bachläufen, und das hat seine Auswirkungen auf die Natur, und das führt natürlich dann in den Räumen, die im Bachbereich genutzt werden, auch zu Spannungsfeldern. Das muss man abfedern und begleiten. Dafür gibt es auch die entsprechenden Biberbeauftragten. Und da ist es wichtig, gut zusammenzuarbeiten, auch mit den Landwirten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir werden Sie noch öfters in Bayern sehen. Unsere Flussmeister haben ein Herz für die Natur. Ja, ja, muss man sagen. Solche Dinge halt einfach. Muss man sagen, stimmt, was er sagt. Ist wenigstens ein Reh. So, hallo, jetzt habe ich den Staatsminister Huber vor der Kamera, unseren Umweltminister. Herr Huber, wie finden Sie denn dieses Reservoir für unseren Biber? Also es ist ein ganz interessanter Teil der Natur, weil hier ein Streckenabschnitt an einem Wildbach geschaffen worden ist, der in so einem belebten, dicht besiedelten Gebiet wie hier neben einem Staatsbad relativ selten ist. Hier ist gelungen, einem Bach wieder den Raum zu geben, dass er so meandrieren kann, so fließen kann, wie er will. Und das hat der Biber genutzt und staut jetzt nach Herzenslust, ohne dass das, was sonst überall in Bayern passiert, Ärger mit der Landwirtschaft zu erzeugen. Ist denn das in der Staatsregierung leicht umzusetzen, als auch Gelder freizukriegen für dieses Projekt? Also zunächst einmal geht es darum, dass wir uns freuen, wenn wir hohe Biodiversität haben. Und es ist auch nicht nur Freude, sondern es ist eine Notwendigkeit. Wir müssen darauf achten, dass der Artenschwund nicht galoppierend vonstatten geht. Natürlich andere, zum Beispiel Mühlenbesitzer, Wiesenbesitzer neben Gewässern, zum Beispiel auch Besitzer von Teichen oder Anrainer von Teichen, dass die so große Freude an Bibern haben, ist auf der anderen Seite genauso richtig und muss man genauso berücksichtigen. Und aus diesem Grunde versuchen wir eine vernünftige Koexistenz zwischen Mensch und Biber, eine vernünftige Koexistenz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz hinzukriegen. Und dazu dienen solche Projekte, die für Verständnis für der Menschen, für die Natur werben. Kannst du noch nicht beginnen, weil die Bäume dann alle gefällt haben. Und die Plattform wird hier ein... So,
Hallo, ich habe also den Professor Dr. Weiger jetzt vom Mikrofon, den Landesvorsitzenden von Bund Naturschutz. Herr Professor, was ist das, was hat es auf sich jetzt mit diesen Bibern hier in diesem Gebiet hier? Wir arbeiten seit Jahrzehnten im Sinntal und wir können mit Freude feststellen, dass nicht zuletzt durch großflächige Grundstückskäufe, die wir mit Hilfe von Finanzen des Bayerischen Naturschutzfonds hier durchführen konnten, die Biber einen Lebensraum wieder in Besitz genommen haben, der einmalig ist, nicht nur für die Rhön, sondern für Bayern. Denn wir erleben eine sehr spektakuläre Umgestaltung einer Talaue, einer gepflegten, beweideten oder bemähten Tallandschaft in eine ursprüngliche Wildnislandschaft. Und der Biber ist dazu in der Lage, Lebensräume zu gestalten. Und damit erhöht sich die Artenvielfalt in diesem Bereich ganz massiv. Um den Faktor 5 bis 10 Mal mehr Tier- und Pflanzenarten finden hier Heimat. Und gleichzeitig verbessert sich die Wasserqualität der Sinn noch einmal. Und gleichzeitig wird das Wasser in der Landschaft zurückgehalten. Wir merken das bei jedem Starkniederschlag. Die Landschaft pumpt sich voll Wasser und das Wasser fließt nicht sehr rasch dann dem Main zu, um dann dort zur nächsten Hochwasserwelle zu führen. Das heißt, der Biber gestaltet hier nicht nur einen einmaligen Lebensraum, sondern er sichert damit auch unsere Lebensgrundlagen. Und diese Leistungen des Bibers müssen in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen werden. Sie werden kostenlos auch für uns erbracht, als das bisher der Fall ist. Wir reden eher über die Schäden, die der Biber verursacht, als über die Vorteile, die er der Landschaft bringt. Und die Vorteile sind 100-mal größer als die Schäden, die er durch Baumfällung als solches verursacht. Und um diese Zusammenhänge darzustellen, realisieren wir gleichzeitig auch mit Hilfe der Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums in den nächsten Jahren hier ein weiteres Großprojekt, nämlich einen Beobachtungslebensraum des Bibers im Klaushof und gleichzeitig aber auch hier einen Gang in die freie Landschaft, um das Wirken des Bibers in der Natur erfahren zu können. Und beide Bereiche zusammen sind, geben eine einmalige Einheit, die es sonst bundesweit nicht gibt, die wir also hier auf wenigen Kilometer Distanz erleben können. Ich glaube, eine ganz neue, große Attraktivität für das Biosphärenreservat. Am Rand einer Kernzone liegt ja auch dieses Reservat im Sinntal. Also ein Projekt, das, glaube ich, für den Tourismus, für den Kultur, für den Kurbetrieb auch von großer Bedeutung ist, aber auch für die gesamte Umweltbildung und das den Menschen eben vermitteln soll, wie wichtig die Biber in unserer Landschaft sind und dass wir ihnen Lebensräume bereitstellen müssen, damit das möglichst konfliktarm mit unserer eigenen Nutzung als Landwirte, als Waldbesitzer realisiert werden kann. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass es auch neue Tiere gibt, also Lebewesen gibt, die es vorher noch gar nicht gegeben hat hier? Ja, wir haben hier eine Schaffung neuer Lebensräume, und zwar sowohl trockener wie feuchter Lebensräume, und damit finden wir jetzt nun zum Beispiel alle Froscharten, Amphibienarten, die es überhaupt in einem Umkreis von 100 Kilometern gibt, finden wir wieder hier. Wir haben Lebensraum für Eisvogel wesentlich vergrößert. Wir haben den Bestand von Fischarten auch im Fluss selbst deutlich erhöht. Das heißt, die Fische können sich reproduzieren. Die sind gesichert durch das Totholz im Fluss. Sie werden nicht mehr so leicht das Opfer von fischfressenden anderen Tierarten. Also von daher ist es ein ganz großer Gewinn für die Natur, für die Biodiversität, und das ist ja ein Ziel unserer Politik, den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Der Biber ist damit eben nicht nur ein Baumeister, sondern er ist auch ein Motor für die bayerische Biodiversitätsstrategie. Dankeschön.